Der Landessportbund ist die größte gesellschaftliche Vereinigung in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 5,1 Millionen Mitgliedschaften in 17.550 Vereinen. Das, was zum Start da sein muss, sind einfach Ehrenamtliche. Und zwar deutlich mehr als jetzt da sind, die einfach helfen, den Kids und Jugendlichen wirklich in den Sport den Start zu ermöglichen. Wir haben das beim Basketball gesehen. Weltmeister geworden und zack, die Vereine waren voll. Aus den Top-Talenten haben sich im Laufe der Jahre wirklich Spitzensportler entwickelt. Das Land hat in der Tat eine hohe dreistellige Millionensumme, nämlich 300 Millionen, in die Hand genommen und hat gesagt, der Sport selber soll priorisieren und organisieren und dieses Geld ist dann tatsächlich über die 54 Stadt- und Kreissportbünde in die Stadt- und Kreisverbände, in die Kommunen gegangen, ohne dass die Politik selber Einfluss darauf hatte. Es wurde zwar ein Benehmen hergestellt, aber der Sport hat selber entschieden, runtergebrochen diese 300-Millionen-Summe, wo er diese Mittel einsetzt. Gewinnen und verlieren lernen gehört zum Sport dazu. Was ich immer schade finde, ist, dass Athletinnen und Athleten, die dort wirklich auch teils ihre persönliche Bestleistung gebracht haben, die vielleicht auf Platz 4 gelandet sind, dass man das alles irgendwie gar nicht mehr wertschätzt. Also ein Viertel aller deutschen Olympioniken kommen aus Nordrhein-Westfalen und kommen zurück mit einem Drittel der Medaillen. Und da vermisse ich auch noch weiter, dass da auch mal wirklich ein Kanzler aufsteht und sagt, Fahne hochhält und mit dem DOSB-Präsidenten nach Lausanne geht und sagt, wir wollen die Olympischen Paralympischen Spiele nach Deutschland holen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Hales Rocket Sportler Talks. Und wie ihr wisst, unser Thema ist immer Jugend, Sport, aber auch das Thema Top-Talente, Leistungssport. Und wie ihr seht, heute volles Haus. Natürlich der Michael, klar, den kennt ihr, aber zwei ganz fantastische Gäste heute. Wir freuen uns sehr auf diesen Sportler Talk. Und bevor ich jetzt großartig immer weiter erzähle, bitte ich euch einfach mal, euch vorzustellen, wer ihr seid und was ihr macht. Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Klett. Ich bin der Präsident des Landessportbundes, der Dachorganisation des organisierten Sportes in Nordrhein-Westfalen. 56 Jahre alt und vom Hobby her bin ich seit vielen, vielen Jahren, seit über 40 Jahren in meinem eigenen Luftsportverein Wupper Fürth, Segelflieger und Motorflieger. Dankeschön. Bitteschön. Ein erster Eindruck. Ja. Ich gebe weiter. Moin, ich bin Julian, ich bin im Jugendvorstand der Sportjugend Nordrhein-Westfalen, also der Jugendorganisation vom Stefan und dem Landessportbund und darüber hinaus auch im Sport auf Bundesebene unterwegs und selber Volleyballer. Selber Volleyballer, aktiv? Mittlerweile weniger aktiv, das ist das große Problem als Sportfunktionär. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Manchmal redet man ein bisschen mehr über Sport, als dass man ihn treibt, hat aber auch immer den Vorsatz, das zu ändern. Und ich bin kürzlich umgezogen. Das heißt, mein alter Verein musste mich dann wohl oder übel freigeben und darf jetzt aber bald einen neuen Volleyballverein in Köln haben. Na gut, dann da Glück für die Zukunft. Landessportbund. So, kennt jeder, aber was wirklich dahinter steckt, da glaube ich, haben viele wirklich noch Fragezeichen im Kopf. Das heißt, was macht der Landessportbund? Also alles könnt ihr jetzt gar nicht erzählen, das weiß ich, aber vielleicht einfach mal so in knackiger Kürze. Ich versuche mal so ein paar Schlaglichter zu sagen. Also wir sagen, und das ist auch so, der Landessportbund ist die größte gesellschaftliche Vereinigung in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 5,1 Millionen Mitgliedschaften in 17.550 Vereinen. Und wir haben unseren Sitz in Duisburg. Dort arbeiten insgesamt 250 Mitarbeitende. Wir haben dann noch weitere Mitarbeitende in den Olympiastützpunkten oder auch in unseren Freizeiteinrichtungen oder im Sport- und Tagungszentrum in Hachen im Sauerland. Also insgesamt etwa 420 Mitarbeitende. Und ja, wir kümmern uns eigentlich um alles, was den organisierten, gemeinnützigen Sport in Nordrhein-Westfalen angeht. Das fängt an bei der Breitensportarbeit in den vielen Vereinen, die geleistet wird. Das geht über die Leistungssportorientierung. Es geht um Fördermittel, die wir verwalten, teilweise auch als Berliner Unternehmer des Landes. Es geht um Lobbyarbeit, die wir betreiben, natürlich in erster Linie mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine sehr gute Situation, weil bezüglich der politischen Arbeit unser Ministerpräsident auch Sportminister ist, sodass wir ständig im Austausch sind und auch gemeinsame Ziele vereinbart haben mit dem Land, mit der Landesregierung. Ja, und so versuchen wir, den Boden zu bereiten für alles, was mit Vereinssport zu tun hat.
aber eben auch was mit am Ende Spitzensport zu tun hat. Also auch die Frage, wie kann sich aus dem Vereinssport ein Talent, eine Sportlerin, ein Sportler entwickeln, damit es dann vielleicht irgendwann mal wirklich Spitzensportler in Nordrhein-Westfalen wird. Aber wir kümmern uns natürlich auch um alle gesellschaftlichen Themen. Wir kümmern uns um das Thema, dass in einer Gesellschaft, und wir sind nur Spiegelbild einer Gesellschaft, natürlich alltäglich ist, wenn es um Ausgrenzung geht, wenn es um Rassismus geht, wenn es um darum geht, eben zu sensibilisieren und unsere Gesellschaft ein Stück weit zusammenzuhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass der Sport in der Bürgergesellschaft insgesamt eine große Rolle spielt, weil er eben sehr vielfältig ist, weil er alle miteinander verbindet, weil er in der Regel barrierefrei ist, im wahrsten Sinne des Wortes auch an vielen Stellen. Und weil wir versuchen, diese Stärke und die Kraft des Sportes halt auch zum Positiven in der Gesellschaft zu entwickeln. Am Ende muss man dann auch noch rein organisatorisch feststellen, der Landessportbund besteht tatsächlich auch noch aus Fachverbänden, aus Sportfachverbänden und aus Stadt- und Kreissportbünden, das sogenannte Verbundsystem. Wir haben 75 Sportfachverbände, also angefangen beim Fußball, über Volleyball, über Segelfliegen, über Kanu, über Rudern, über Handball. Alles, was an Sportarten in Fachverbänden zusammengefasst ist, ist bei uns Mitglied. Dazu kommt eine regionale Struktur, die 54 Stadt- und Kreissportbünde. Das heißt, jede Stadt, jede kreisfreie Stadt und jeder Kreis haben auch einen Stadt- oder Kreissportbund. Und das sind keine, ich sag mal, Wohnzimmervereine, sondern das sind hochprofessionelle Organisationen, die vor Ort agieren und die vor Ort auch dafür sorgen, dass Politikstrukturen gepflegt werden und dass alles das, was der Landessportbund auf Landesebene macht, eben auch regional passiert. Und das ist ganz wichtig auch für uns, weil wir diesen Bezug zur Basis, Bezug zu den Vereinen, aber auch die fachliche Kompetenz der Verbände brauchen. Denn das kann der Landessportbund nicht zentral aus Duisburg machen. Dazu brauchen wir unsere Mitgliedsorganisationen. Das ist eine ganze Menge, auf jeden Fall. Jetzt hattest du schon diese große Anzahl an Vereinen erwähnt. Gibt es eine Zahl, wie viele Personen insgesamt, sage ich mal, wirklich für diesen ganzen Bereich tätig sind? Bezogen auf die ehrenamtlich tätig sind, ja. Oder bezogen, ja, auf die Gesamtzahl? Ja, auf die Gesamtzahl, auch in den Vereinen, also wirklich, wo man sagt, okay, das... Ich gerade erwähnt, es sind 5,1 Millionen Sportlerinnen und Sportler, die in den Vereinen gemeldet sind. Wahnsinn. Gott sei Dank wieder mehr geworden. Wir hatten in Corona tatsächlich einen Einbruch, sind unter die 4,9 Millionen gerutscht, aber... Das hat sich erstaunlicherweise nach der insbesondere Corona-Pandemie wieder schlagartig geändert und insbesondere, Julian wird das bestätigen können, insbesondere Jugendliche sind dazugekommen. Ich glaube, es sind über 230.000 Jugendliche und Kinder, ja, im Alter von bis zu 17 Jahren, die wieder in unsere Vereine gekommen nach sind. Nach Corona. Nach Corona, was zum einen natürlich zeigt, dass das Bedürfnis da ist, dass man sich einfach bewegen will, dass man in ein soziales Umfeld auch will. Sportvereine sind auch soziale Ankerpunkte in diesen, ich sag mal, durchaus verrückten Zeiten und ist aber zum anderen auch ein Problem, denn die Vereine müssen auch in der Lage sein, diesem, ich sag mal, Ansturm teilweise gerecht zu werden. Und da ist genau der andere Punkt, der uns gerade große Sorgen bereitet. Deswegen habe ich nachgefragt, denn die Zahl der ehrenamtlich Aktiven, die ist massiv eingebrochen. So, die Leute sind einfach weg. Und das kann man auch in Zahlen quantifizieren. Wir sind immer davon ausgegangen, oder das ist auch nachweisbar gewesen, dass so circa 500.000 Menschen in Sportvereinen in Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich aktiv sind. Also das heißt Übungsleiter, Jugendleiter, Trainerinnen und Trainer, Vorstände. Und davon sind uns etwa 25% abhandengekommen. Also etwa 120.000 sind tatsächlich weggebrochen. Und jetzt ist die Herausforderung, gemeinsam mit unserer Sportjugend als Organisation dafür zu sorgen, dass wir die Anreize für Ehrenamtlichkeit wieder schaffen. Und das passiert auch mit Unterstützung des Landes, dass wir Projekte finanzieren, dass wir Übungsleiterausbildung finanzieren, dass wir Anreize schaffen und da auch mit der Politik drüber reden, dass wir Anreize schaffen, damit wir die wieder zurückholen. Ganz konkretes Beispiel, Basketball. Basketball, da haben sich auch nach der WM natürlich, die stattgefunden hat, so viele Kinder und Jugendliche angemeldet, dass die Vereine einfach einen Deckel draufgesetzt haben und gesagt, wir können nicht mehr aufnehmen. Und das betrifft auch andere Sportarten. Genau, Kindertouren und Schwimmen, genau. Da fehlen ja zusätzlich noch die Wasserflächen, auch an vielen Stellen ist da ganz vorne mit dabei, die einen unglaublichen Ansturm an jungen Menschen haben, ja, die sich bewegen wollen, aber leider eben nicht diesen Ansturm bewältigen können.
Aber dann, das ist doch ein interessanter Punkt, da bleiben wir doch beim Kinder- und Jugendbereich, der ja offensichtlich schon von Beginn an immer ein großer Part im Landessportbund war. Was man raushört gegen so manches Vorurteil, sind unsere Kinder und Jugendlichen gar nicht so sportmuffelig, wie es man ihnen vielleicht manchmal unterstellt. Dennoch die Frage, über die lange Zeit mal geblickt, wie hat sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen oder auch die Ansprüche da geändert? Was waren die größten Herausforderungen, dem sich der Landessportbund da letztendlich stellen musste? Ja, ich kann gerne aus der Jugendbrille anschauen. Erstmal ist es total, also auch aus der Jugendforschung, ne? Wir sind als Sportjugend, der Sport insgesamt ist die größte BürgerInnenbewegung. Wir sind damit auch der größte Jugendverband in Nordrhein-Westfalen und machen letztendlich all das eigensinnig, engagiert und für junge Menschen und eigenständig als Jugendorganisation eben von und mit für junge Menschen, was der Stefan eben berichtet hat. Und genau, es gibt gar nicht so die Jugend, sondern es ist eine unglaublich differente Zeit. Und das zeichnet wiederum den Kinder- und Jugendsport aus. Da kommen wirklich viele zusammen. Mhm. Was einerseits natürlich total toll für ein gesellschaftliches Zusammenwachsen ist, andererseits sicherlich auch die ein oder andere Hürde birgt. Jetzt bin ich noch nicht so super alt, kann also jetzt nicht über Jahrzehnte aus der ehrenamtlichen Perspektive blicken, merke aber schon in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, beispielsweise Freiwilligendienstleistenden oder Sporthelferinnen und Sporthelfern, dass sich auf jeden Fall nach Corona da einiges nochmal verändert hat und dass es auch echt noch tief sitzt, wie mit jungen Menschen immer wieder aus der Gesellschaft her umgegangen wird. Deswegen ist es umso besser, wenn mit der Sportjugend und den Sportjugenden vor Ort, in Vereinen, aber eben auch in den Fachverbänden und bei den Stadt- und Kreissportbünden es Orte gibt, wo sich junge Menschen sammeln können, um ihre eigenen Interessen wiederum zu vertreten. Das funktioniert im Sportkontext ziemlich gut. Und wenn man dann zusätzlich, wie beim Landessportbund, eine Mutterorganisation hat, die das Kind dann noch sehr, sehr gut behandelt, dann kann da auch echt gute Jugendarbeit bei rumkommen. Ja, dieser Bereich Jugend oder andersrum diese aktiven Jugendlichen. Wie stelle ich mir das denn vor mit dem Thema E-Sports? Ist das momentan so, wenn man jetzt sagt, da sind so viele zugekommen, zählt das sozusagen dazu? Ist das ein eigener Bereich? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist jetzt zum Beispiel von diesen 230.000 so, dass da auf einmal, weiß ich nicht, 40.000 E-Sportler dazukamen? Oder ist es eher, dass man sagt, nee, das sind die Klassiker und das ist eigentlich ein ganz anderer Bereich? Wie müssen wir uns vorstellen? Ich fange mal kurz an. Das ist eine spannende Diskussion gewesen und man darf das, glaube ich, auch gar nicht auf den reinen Jugendbereich beziehen, sondern das ist insgesamt ein Feld, das sich entwickelt hat, das schon eine erstaunliche Eigendynamik auch entwickelt hat. Und wir haben als Nordrhein-Westfälischer Landessportbund mit unserer Sportjugend von Beginn an eine etwas andere Linie gefahren, als es beispielsweise der Deutsche Olympische Sportbund gemacht hat. Wir haben uns dem Thema geöffnet. Wir haben das nicht als Teufelszeug verschrien, sondern wir haben relativ früh auch Kontakt zu den sich zunehmend gründenden E-Sport-Vereinen oder auch Verbänden gesucht. Und wir haben dazu auch eine Positionierung gefunden. Dazu kann, denke ich, Julian gleich noch was sagen, die tatsächlich vor allen Dingen einem Schwerpunkt geschuldet ist, nämlich der Tatsache, dass E-Sport in einer gewissen Weise auch immer was noch mit Sport zu tun haben muss. Und sei es nur die Tatsache, dass eben auch der Ausgleich da ist. Also dass man die Fitness und ich sag mal die Konzentration und das, was man für den E-Sport in der klassischen Form braucht, dass der über den Sport auch weiterhin gewährleistet ist. Dieses Bild vom, ich sag mal, völlig übergewichtigen Jugendlichen, der in seinem abgedunkelten Zimmer mit einer Tüte Chips und einem zuckerhaltigen Getränk sitzt, das mag mag noch so sein in einzelnen Fällen, aber wenn es um die Frage geht, wie verbinden wir den Sport, den gemeinnützigen Vereinssport mit E-Sport, dann muss man sagen, gibt es da auch völlig andere Charaktere, die sich tatsächlich auch mit voller Kraft und mit Geschicklichkeit, mit Durchhaltevermögen, mit Taktik, auch mit einer gewissen Fitness, die man haben muss, an dieses Thema heranwagen. Und dann, finde ich, ist es nur richtig, diese gesellschaftliche Strömung, die da ist, und es ist eine klare Strömung, die muss man aufnehmen. Dann muss man versuchen, miteinander einen gemeinsamen Weg zu finden. Und da sind wir, glaube ich, Vorreiter. Aber da kannst du jetzt, glaube ich, etwas mehr zu sagen. Genau, die Sportjugend Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Jahren ein Projekt, auch finanziert vom Land, dazu gemacht, durchgeführt,
wo eben Vereine fit gemacht wurden, einerseits natürlich mit Equipment, andererseits aber auch mit Coaching-Begleitung und einer wissenschaftlichen Auswertung, wo wir bald die ersten Ergebnisse dann zu bekommen, zum Thema E-Sport im Verein. Und da ist natürlich nochmal sehr deutlich zu sagen, dass das, was Stefan eben beschrieben hat, das klischeehafte Bild von einem zockenden jungen Menschen, das hat herzlich wenig mit E-Sport zu tun, sagen uns auch die E-Sportler. Zudem gibt es die erste E-Sport-Jugend in Nordrhein-Westfalen. Die sind, wir arbeiten immer wieder auch mit denen zusammen, haben da guten Austausch, sind allerdings noch nicht im organisierten Sport verhaftet. Es ist so, dass junge Menschen an Konsolen spielen, und zwar zuhauf. Und das ist damit eben Teil der Lebenswelt. Die Aufgabe als Jugendverband ist es, sich an der Lebenswelt junger Menschen zu orientieren. Und an der Stelle ist es eben Aufgabe des Sports auch und der Sportjugend im Besonderen, dafür zu sorgen, dass das übereinander gelegt wird, dass das passt. Und genau dahin gehend sollte eben auch das Projekt gehen in der außersportlichen Jugendarbeit, eben den Kinder- und Jugendsport da mit abzubilden. Und hat ganz unterschiedliche Effekte gehabt von, da haben sich wirklich Leute gut zusammengefunden, die dann regelmäßig gemeinsam spielen, die dann auch eben am Vereinsleben hier und da nochmal partizipieren, bis hin zu, vielleicht kam da auch gar keiner. Ja, das gibt es natürlich alles. Ich finde es persönlich ganz wichtig, dass es den Sportverein offen gehalten wird, denn ich denke, da können wir alle übereinstimmen, gemeinsames Spielen und auch kompetitives Spielen, denn dadurch wird es zum E-Sports, ist im Verein dann doch deutlich besser aufgehoben als alleine oder eben auch über einen Teams-Chat, wie auch immer, selbst organisiert zu Hause, finde ich dann im Verein für mich persönlich doch deutlich besser, vor allem, weil wir eben als Sportverein ein ganz breites Spektrum dadurch nochmal abbilden können. Und wenn man sich jetzt einen technischen Fortschritt nochmal anschaut, kann es auch immer noch mehr zu mehr bewegungsintensiven E-Sport gestützten Sportangeboten kommen. Es gibt schon die ersten Spiele mit, die ersten Klassen haben das und auch die ersten Sportvereine, wo ein Beamer in der Halle unter die Decke gehängt wird und dann darüber Bewegungsspiele digital unterstützt werden. Ne? Und auch diese ganzen Schnittstellen eben mit abzubilden, das finde ich auch immer noch mal ganz spannend. Ja. Klare Einsatz, klare Abgrenzung gilt natürlich für alles, was mit Gewaltspielen zu tun hat. Also diese sogenannten Baller gibt es eine klare Abgrenzung und das steht auch in der Positionierung drin. Dafür null Verständnis und auch null Bereitschaft, das irgendwie zu forcieren. Aber es ist genau das, was Julian beschrieben hat. Wir befinden uns da, glaube ich, in so einer Transformationsphase. Wir müssen einfach schauen, dass diese Dinge übereingebracht werden und dass man wirklich die beiden guten Ansätze, die da sind, also der Sport sowieso schon Ewigkeiten, aber dass eben die Entwicklung, die Julian angesprochen hat, die gesellschaftliche Realität, dass wir das zusammenführen. Ich glaube, das ist auch Aufgabe einer solchen Organisation. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Jugendlicher ist zu Hause und ist eher ein klassischer Gamer, das ist ja durchaus auch kompetitiv und da hat man auch seine Community, aber wie du gerade angedeutet hast, ist es ein Unterschied, ob ich Gamer bin oder letztendlich in den E-Sport komme, der dann im Verein organisiert ist. Wenn jetzt der Jugendliche zu Hause sitzt und Gamer ist und ihr möchtet, dass er zum organisierten E-Sportler, zur E-Sportlerin wird, was würdet ihm sagen? Was bietet der E-Sport letztendlich jedem Einzelnen im Verein? Also erstmal muss es den Verein geben, der das anbietet. Da gibt es im klassischen Sport natürlich noch nicht so viel. Es gibt einige E-Sport-Vereine, die sich halt eben komplett auf den E-Sport konzentrieren und dann aber eben auch noch aktuell außerhalb des organisierten Sports stehen. Das nur nochmal zur Abgrenzung. Das, was definitiv im Sportverein und vor Ort ist das, was die Community, die online über verschiedene Kanäle funktioniert, eben auch face-to-face funktioniert, plus durchaus natürlich dann auch noch Angebote drumherum in einem Verein, der in der Jugendarbeit beispielsweise gut aufgestellt ist, es eben auch noch gibt. Ja? Also das ist das eine. Und das andere, wir haben eben schon über Ausgleichssport auch gesprochen. Es gibt zig Studien, die sagen, man kann durch gute Bewegung, also Bildung braucht Bewegung und Bewegung fördert eben Lernen und Denken. Und ohne Ausgleichssport sinkt auch sicherlich die Leistung von E-Sportlern. Und da ist es dann eben an der Stelle ein guter Verein kann das natürlich dann nochmal miteinander verbinden. Und das ist sicherlich nochmal ein anderer Pluspunkt. Das heißt eigentlich,
eine klassische Parallele, so sehr ist der Unterschied dann gar nicht. Ne? Das heißt, ich brauche mein Training, ihr habt jetzt gesagt Ausgleichssport, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, weil E-Sport natürlich hauptsächlich eine sitzende Tätigkeit ist, die hohe kognitive Ansprüche in dem Moment hat, aber wenig körperliche. Aber damit ich in dem Moment eine gute Performance machen muss, brauche ich meine körperliche Aktivität, um im richtigen Moment sozusagen topfit zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Ja, grundsätzlich ja. Also das ist völlig richtig. Bewegung ist gut, auch für das, was man mental macht. Ich glaube, das Stichwort ist ein Stück weit Integration. Nämlich, wir müssen aufpassen, dass die Kinder und Jugendlichen, die sich dem Gaming oder dem E-Sport verschreiben, dass die sozusagen nicht abdriften in eine Parallelwelt. Andererseits müssen Sportvereine auch offen sein dafür und sagen, was können wir denn anbieten, damit diese Jugendlichen und Kinder Interesse daran haben, das bei uns im Verein durchzuführen, auch weil sie noch ein Add-on haben, weil sie eben nicht nur E-Sport machen, weil sie eben nicht nur vor dem Bildschirm sitzen, sondern weil sie auch alternativ vielleicht teilweise das, was sie da spielen, hier live machen können. Ja, also ich denke jetzt mal auch an nicht klassische Bewegungssportarten, sondern ich denke mal an Sportarten wie Kanu, Rudern, Segelfliegen, solche Dinge, wo man ja tatsächlich auch schon heute ein Stück weit mit Simulatoren und mit technischen Möglichkeiten fast schon das Gleiche macht wie in der Realität. Und ich denke, das sind so Beispiele, die können kombiniert werden. Da kann man auch einen Wettbewerbsgedanken einbringen. Es gibt bereits auch in technischen Sportarten oder in Natursportarten gibt es auch nationale Wettbewerbe, wo sich die Vereine messen, wo sie am Ende dann auch ihren dezentralen Sieger am Ende des Jahres küren. Und ich glaube, die Aufgabe wird sein, ein vernünftiges Miteinander zu organisieren und dafür zu sorgen, dass hier keine... Ja, es ist ja auch immer so ein Begriff der Einsamkeit, der zurzeit durch die Gesellschaft geht, dass man tatsächlich diese beiden Welten in Anführungsstrichen zusammenbringt. Das muss die Aufgabe sein. Dann kann das in meinen Augen auch eine absolut spannende Entwicklung sein, die auch dem Verein gut tut. Denn Sportvereine sind ja auch immer daran interessiert, Nachwuchs zu bekommen, neue Mitglieder zu bekommen. Und Vereine, die vielleicht heute schon auch eine E-Sport-Abteilung anbieten, die sagen, du kannst auch zu uns kommen und wir haben hier ein Angebot für dich, das dich vielleicht interessiert. Die gibt es ja auch schon. Wenn man sieht, in welcher Schnelligkeit diese Sportart sich entwickelt hat, jetzt müssen wir mal absehen von dem ganzen wirtschaftlichen Brimborium drumherum. Also da gibt es natürlich auch viele Menschen, die einfach nur Geld damit verdienen wollen oder die Millionen. Suchtmechanismen, oder die da auch Sucht, zum Teil ganz drin sind, wichtiges Stichwort. Ja. Genau, auch ein wichtiges Stichwort. Dass man also den ganz normalen Jugendlichen und das Kind in unserer Gesellschaft an der Stelle abholt. Weil, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist ja heute schon an vielen Stellen so, dass viele Dinge, die in der Erziehung, die in der Schule vielleicht nicht ganz so gut laufen oder auch völlig daneben gehen, dass Sportvereine heute oftmals die sind, die das auffangen, die das korrigieren, die einen Rahmen schaffen, den ein Kind in seinem Umfeld vielleicht so nicht hat. Und genau das Gleiche kann sich beim E-Sport auch entwickeln. Stichwort Sucht, ganz wichtig. Natürlich gibt es auch mittlerweile Parameter, die entwickelt worden sind, anhand derer man feststellen kann und feststellen muss, ist mein Kind, ist der Jugendliche, sind die vielleicht schon in ein Abhängigkeitsverhältnis gerutscht. Und das sind ja auch bewährte Themen, die in Sportvereinen schon seit Jahrzehnten erfolgreich angegangen werden. Und auch da sehe ich eine Chance, dass diese Entwicklung nicht in die falsche Richtung geht. Hm. Ja gut, das ist natürlich so genau diese Grundaufgabe eines Vereins irgendwo. Das hört sich schon spannend und gut an. Einmal Thema Breitensport. Wir bleiben aber noch im Jugendbereich auf jeden Fall. Und es kann sich ja aus jedem Breitensportler kann sich natürlich auch ein richtiges Talent entwickeln. Und was wir natürlich immer feststellen in dem, was wir machen mit Jugendlichen, mit Mannschaften, mit Heranwachsenden, dass die heute grundsätzlich mehr Stress haben als je zuvor. Termine, 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 schulische Aufgaben, Social Media, alles, was dazukommt. Und die haben wirklich schon ein ganz anderes Stressempfinden. Also es ist so, aus einer Studie aus dem Jahr 2022 ist so, dass 22% der 11- bis 17-Jährigen schon Schlafprobleme haben. Wie ist das so im Vereinsleben? Das heißt, ist es da so, dass man merkt, okay, der Basissport mit ein-, zweimal Training in der Woche, Vereinsleben ist super, das ist so der Hauptpunkt? Oder ist es so, dass man auch wirklich diesen anderen Bereich schon feststellen kann bei euch, dass ihr sagt, ja, die mehr machen, das ist schon wirklich eine gestresste Thematik und auch da muss man eben gucken, dass man das auf Vereinsebene auch in den Griff bekommt. Wie nehmt ihr das gerade so im Jugendbereich wahr?
Also erstmal halte ich es für absolut erklärbar und auch ziemlich wahrscheinlich in einer Welt von Polykrisen, dass das an jungen Menschen nicht spurlos vorbeigeht, ist, glaube ich, klar. Und dass sich dadurch eben dieser Stress auch entwickelt. Und wir haben ja eben vom Sport als Spiegel der Gesellschaft gesprochen. Mhm. Natürlich spielt es auch da eine Rolle. Die Frage geht natürlich aber auch ein bisschen in die Richtung, was braucht es, um Leistungssportlerinnen und Leistungssportler zu werden? Da ist sicherlich viel das Umfeld auch nochmal die Frage, ne? Also das familiäre Umfeld, auch die Möglichkeit der Trainingsmöglichkeiten, gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer, die Talente entdecken können. Und dann muss alles gut zusammenspielen. Und am besten der junge Mensch auch noch wollen. Das ist das, klar, die Grundvoraussetzung, dass da etwas in die Richtung passieren kann. Und ich sehe das vor allem eigentlich eher auf dem Bereich der der Ehrenamtlichen. Das haben wir eben auch schon gehabt, dass drumherum im Leben so viel los ist, dass die Zeit, die Muße vielleicht auch im Ehrenamt gar nicht mehr vorhanden ist. Und dass sich das aber hier und da sicherlich auch mit einem weiter steigenden Leistungsdruck in vielen Lebensbereichen auch sicherlich auf den Leistungssport auswirken kann. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so zwangsläufig, dass wir jetzt in den nächsten 50 bis 60 Jahren keine Goldmedaillen mehr holen. Ich glaube, dass es sicherlich sinnvoll ist, hier und da nochmal zu schauen, gerade wenn wir auf Kinder und Jugendliche zu gucken, wie wir Leistungssport auch noch kindgerechter und jugendgerechter hinbekommen. Um da eben den jungen Menschen als Ganzes eben auch zu betrachten. Damit es eben nicht in Stress ausartet, ja, und dann negativ wird, sondern dass immer eigentlich das alles positiv verbunden wird mit Spaß und dadurch dann eben auch die Leistungssteigerung da ist. Thema Top-Talent, du hast gerade gesagt. Wie ist das denn beim Landessportbund? Gibt es da sozusagen irgendwo sowas wie eine Sichtung oder irgendwas? Wie stelle ich mir das in der Praxis vor, dass man da sind Sportler, junge Sportler, Sportlerinnen, wo man sagt, oh, guck mal, aus dem oder aus der, da könnte aber was Großes werden? Ja, da haben wir in der Tat ein ganz gutes System. Das macht jetzt nicht der Landessportbund selber. Also wir haben jetzt keine Scouts, die irgendwie durchs Land gehen und den Verein beim Training zugucken. Okay. Aber wir haben, also erstmal ist wichtig, was Julian gesagt hat. Wir brauchen erstmal Jugendliche und Kinder in den Vereinen, die ihren Sport treiben wollen. Und die Zahlen sprechen für sich. Wir merken ja also, dass offensichtlich der Bedarf ganz groß ist, dass Kinder und Jugendliche einfach und vielleicht auch aufgrund der Stresssituation sagen, ich muss einen Ausgleich haben. Viele gehen dann vielleicht ins Fitti, andere wissen aber vielleicht über Eltern oder Freunde, dass sie in einem Sportverein auch mit ihren regelmäßigen Trainingseinheiten da einen guten Ausgleich haben. Und dann kommt halt die Frage, wenn dieser Athlet oder Athletin, wenn sich da rauskristallisiert, der hat wirklich auch ein Talent oder so, dann muss man genauer hingucken. Und dann ist es in der Tat so, dass der Landessportbund beispielsweise Trainerinnen und Trainerfinanzierung für bestimmte Vereinsstrukturen zur Verfügung stellt. Die Trainerinnen und Trainer sind wiederum geschult, erkennen natürlich auch ein Stück weit Talente. Wir haben ein zweites System in der Schule. Wir haben sogenannte Sportschulen in Nordrhein-Westfalen. Das sind 36. Es gibt sogar noch 7 Elite-Sportschulen. Die sind dann allerdings noch in der Förderung etwas anders gegliedert. Das heißt, man kann auch schauen, ob man dann direkt über die Schule, wenn dort der Sportunterricht intensiver geführt wird, auch mit Trainern finanziert ist, mit einer besonderen Sensibilität für das Thema Sport, dann gelingt es, diese Jugendlichen, diese Athletinnen oder Athleten in dem Sinne noch nicht, aber Sportlerinnen und Sportler, doch zu entdecken. Und dann kommt ein wesentlicher Punkt, nämlich die Fachverbände. Die Fachverbände, Sportfachverbände haben ihre eigene Systematik, die haben ihre Landesstützpunkte, es gibt Bundesstützpunkte. Und wenn man sich ganz stark weiterentwickelt, dann besteht auch die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwann mal im Olympiastützpunkt unterstützt wird. Und dann kommt das ganze Feld zusammen. Dann kommen nicht nur Trainerinnen und Trainer, dann kommen Physiotherapeuten, dann kommen Ernährungsberater, dann kommen Psychologen, dann kommen Physiotherapeuten, alles dann zusammen, um das Umfeld, das Julian beschrieben hat, so optimal wie möglich zu gestalten. Aber entscheidend ist erstmal, der Jugendliche, der Sportler, die Sportlerin muss aus sich heraus diesen Willen haben, muss das spüren. Dann natürlich, es muss das Umfeld da sein, einmal das Vereinsumfeld, das soziale Umfeld. Und dann müssen die Trainerinnen und Trainer da sein.
Und dann erfolgt sozusagen der Übergang in die nächste Schiene, in die nächste Strukturphase, nämlich da, wo ein Fachverband zum Beispiel Kaderbildung macht, wo auf Landesleistungsstützpunkt besonders trainiert wird. Und so entwickeln sich die Dinge in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, diese Systematik mit einer engen Zusammenarbeit, auch mit dem Land NRW, mit dem, ich sag mal, Sportministerium haben wir ja nicht, aber wir haben den Sport in der Staatskanzlei angesiedelt mit einer eigenen Staatssekretärin und eine finanzierte, hinterlegte, ja auch Leistungssportförderung, die wir im Land haben. Das ist der eine Partner. Wir haben dann im Land das Thema Sportstiftung. Wir haben die Sportstiftung NRW, auch eine Stiftung des Landes, die für die individuelle Athletinnen und Athletenbetreuung da ist. Das heißt, da geht es nicht um die Strukturförderung, also beispielsweise Sportstätten, generelle strukturelle Möglichkeiten des Sporttreibens, sondern da geht es um die Individualförderung. Also da werden Athleten auf Antrag persönlich gefördert mit einer Summe X pro Monat. Das ist die Sportstiftung. So, und wenn man dieses Konglomerat nimmt aus Landessportbund, Landesregierung, Sportstiftung, und ich sage mal Förderer, wie ich nenne es mal bewusst zum Beispiel Westlotto, die das Thema Sport Top-Talente ganz nach vorne bringen, indem sie nämlich einmal im Jahr diesen Top-Talenten eine besondere Bühne geben, sie veröffentlichen, Interviews mit denen machen, Podcasts mit denen machen. In unserem Wir im Sportmagazin werden diese Talente vorgestellt, damit sie auch mal herangeführt werden, damit sie zum ersten Mal auch in die Öffentlichkeit kommen, mit solchen Dingen umgehen können. So, und ich glaube, diese Mischung aus Landessportbund, Land, Stiftung, Förderer und die Struktur mit den Landes- und Leistungsstützpunkten, das ist ein wirklich gutes Feld, das hier bestellt wird. Das Ganze beginnt sogar noch einen Tacken früher, denn wir brauchen eine breite Grundlage, aus der wir überhaupt schöpfen können. Ne? Da sind Bewegungskindergärten beispielsweise ganz vorne mit dabei, um die motorische Grundfähigkeit überhaupt erstmal zu schulen. Da gibt es mittlerweile einige. Und dann geht es eben weiter eben auch in der Schule, im Schulbereich, hoffentlich dann im Ganztag mit guten Konzepten. Da steht der Rechtsanspruch für den Ganztag in der Grundschule ja jetzt vor der Tür. Das wird nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Auch für den organisierten Sport, aber auch für die Schulen und die Jugendhilfe drumherum, da das mit gut reinspannen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Je breiter die Masse an Menschen ist, die sich bewegen können überhaupt, also ne, so ein motorisches Grundverständnis haben, desto eher können dann eben auch Top-Talente wiederum sich daraus entwachsen. Seit wann gibt es dieses Konzept mit den Top-Talenten schon? Ich glaube tatsächlich schon seit mehr als 10 Jahren, 12 oder 14 Jahre. Wir haben dazu kürzlich übrigens, um das noch einmal etwas mehr in den Mittelpunkt zu stellen, eine tolle Ausstellung im Landtag eröffnet. Der Landtagspräsident André Cooper hat eingeladen und wir haben dort tatsächlich die Talente des Jahres 2023 in Echtgröße mit Fotos dort der Reihe nach hingestellt und auch vorgestellt, auch so ein bisschen die Vita, um dem also einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit zu geben. Die Ausstellung hat 4 Wochen im Landtag gestanden, hat große Aufmerksamkeit auch erregt. Und das ist ein kleines, aber feines Instrument, um junge Menschen frühzeitig zu sensibilisieren. Und da gucken ja auch andere hin. Ja, also ich sage mal, es ist ja schon die erste Vorbildfunktion, die man hat. Ich muss übrigens eine Zahl korrigieren. Wir haben nicht 36 NRW-Sportschulen, sondern 18 NRW-Sportschulen, aber 36 NRW-Partnersportschulen. Da steckt nur eine andere Fördersystematik dahinter. Ich wollte nur die Zahl einmal klarstellen. Wie viele Top-Talente gibt es denn in NRW? Ja, das ist gut. Also es sind jedes Jahr um die 10 Top-Talente. Ne, jeden Monat 11. Es ist, ich glaube, 11 Mal im Jahr. Also jeden Monat wird eins vorgestellt. Jetzt kann man es hochrechnen, wenn wir also die letzten 12 Jahre das schon gemacht haben, dann sind es halt mittlerweile über 100. Und tatsächlich kann man auch sagen, sind aus den Top-Talenten, haben sich im Laufe der Jahre wirklich Spitzensportler entwickelt, die dann genau in die Systematik reingekommen sind, die ich gerade beschrieben habe, dass die eben frühzeitig über das Top-Talent schon Aufmerksamkeit erregt haben. Und dann kommen sie in diese Landschaft, dann brauchen sie die von Julian beschriebene Vereinslandschaft, dann brauchen sie das soziale Umfeld, dann brauchen sie die teils von uns finanzierten Trainerinnen und Trainer. Und dann rutschen sie irgendwann in die Kaderthematik oder in die Struktur der Landesfachverbände, wo sie dann gezielt auch nochmal weiter gefördert werden.
Ich habe es eben richtig verstanden, dass gerade wenn die Top-Talente vielleicht auch noch wirklich jung sind, dass der Landessportbund vor allen Dingen auch dabei unterstützt, dass erstmal die Förderung in den heimischen Strukturen, sage ich mal, stattfinden kann. Genau. Weil gerade so diesen, natürlich muss man irgendwann in externe Strukturen rein, weil das entsprechend der Organisation ist. Aber ich persönlich finde es manchmal kritisch, wenn das zu früh stattfindet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, zu früh Spezialisierung ist sicherlich ein Thema, wo wir uns innerhalb des Sports nochmal deutlich kritischer mit auseinandersetzen müssen. Also gerade, wenn wir über Kinder sprechen, muss man ganz klar sagen. Ich ganz persönlich bin auch kein Fan davon, unglaublich weite Fahrzeiten zu machen. Das Problem ist halt eben, dass die Infrastruktur nicht überall so ist, dass da Top-Talente letztendlich gut ranwachsen können und Leistungssport getrieben werden kann. Das liegt an fehlender Infrastruktur, Land auf, Land ab. Und sicherlich ist das bei Wasserflächen besonders gravierend, weil wir ja mittlerweile eine hohe Anzahl an jungen Menschen haben, die gar nicht sicher schwimmen können, was dann ja auch lebensgefährlich ist. Aber es gilt auch für andere Sportarten. Aber da ist ja im Endeffekt, der Landessportbund kann da ja nicht wirklich was tun an dieser Infrastruktur. Ich meine, wenn wir jetzt hier regional in Wuppertal gucken, mir fallen spontan 4 Hallen ein, wo es reinregnet, wahrscheinlich heute auch wieder. Da hat man ja keinen Einfluss drauf. Das ist ja schon eine regionale Geschichte, wo die Kommunen was tun müssen. Nicht unbedingt. Das ist natürlich auch eine Frage, erstens natürlich in den Kommunen der Priorisierung. Ja, wie gestalten Räte und Politik ihre Haushalte im Vergleich zu anderen Themen? Aber es ist, glaube ich, schon so, dass wir mittlerweile eine hohe Sensibilität dafür haben. Es gibt dazu im Übrigen auch ein gemeinsames Papier von Landessportbund, Städte- und Gemeindebund und Städtetag in NRW, wo also ganz klar auch gefordert wird, dass die Priorisierung insbesondere von Hallenbädern und Schwimmflächen und Sportstätten insgesamt nach vorne kommt. Denn selbstverständlich braucht Sport und Sportentwicklung gute Sportstätten. Jetzt haben wir hier in Nordrhein-Westfalen, muss man aber auch positiv erwähnen, in der Zeit zwischen 2017 und 2022 das sogenannte Sportförderprogramm gehabt, das Sportstättenförderprogramm. Das Land hat in der Tat eine hohe dreistellige Millionensumme, nämlich 300 Millionen, in die Hand genommen und hat gesagt, der Sport selber soll priorisieren und organisieren und dieses Geld ist dann tatsächlich über die 54 Stadt- und Kreissportbünde in die Stadt- und Kreisverbände, in die Kommunen gegangen, ohne dass die Politik selber Einfluss darauf hatte. Es wurde zwar ein Benehmen hergestellt, aber der Sport hat selber entschieden, runtergebrochen diese 300-Millionen-Summe, wo er diese Mittel einsetzt. Und da muss man sagen, sind natürlich noch Komplementärmittel dazugekommen, entweder Eigenmittel oder durch Muskeltätigkeit, also durch eigene Renovierung. Und so hat man hochgerechnet, dass dieses Programm in den letzten 5 Jahren nur in Nordrhein-Westfalen etwa eine Summe von 600 Millionen Euro in die Ertüchtigung von Sportstätten gesteckt hat. Also ein großartiges Programm. Wir haben im Übrigen auch gefordert, dass dieses Programm fortgesetzt wird. Es ist zumindest auch angekündigt im jetzigen Koalitionsvertrag, muss man fairerweise sagen. Jetzt ist die finanzielle Situation natürlich ausgesprochen schwierig, aber die Notwendigkeit ist erkannt und ich persönlich gehe auch davon aus, dass das Land und die Landesregierung in den nächsten 2-3 Jahren diesbezüglich noch mal ein Signal setzen wird. Also das Land, muss man wirklich sagen, geht hier in NRW mit gutem Beispiel voran, hat da wirklich richtig Geld reingesteckt in die Sportstätteninfrastruktur. Und bei Kommunen ist es teils auch erkennbar. Also man unterschätzt das manchmal. Klar, es gibt viele Städte, die sagen, wir sind Sportstadt und dann guckt man mal genauer hin. Aber es gibt in der Tat riesig gute Beispiele. Also ich kann Essen zum Beispiel erwähnen, ich kann Düsseldorf erwähnen, wo ich weiß, dass die Politik, auch die Spitze der Politik, wirklich extrem sportaffin ist. Und so ist das halt wie im richtigen Leben, wenn man auch Menschen hat, die selber dahinter stehen. Dann kann man viel bewegen. Und unsere Aufgabe auch als Landessportbund mit seiner Sportjugend ist natürlich auch auf der kommunalen Ebene immer wieder für den organisierten Sport, für den Vereinssport zu werben, jede Gelegenheit zu nutzen, die Stärke, die der Sport auch in einer kommunalen Bürgergesellschaft hat, hervorzuheben, damit diese